Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf das Pressestatement von Sarah Wagenknecht, wo sie sich vor allem mit der neuen polizeilichen Kriminalstatistik auseinandersetzt, die vom Innenministerium veröffentlicht wurde. Die Kriminalstatistik gibt Grund zur Beunruhigung. Die Kriminalität, darunter auch die Gewaltkriminalität, die Einbrüche, all das ist deutlich gestiegen. Und Wagenknecht spricht hier jetzt als erstes, glaube ich, mal die wichtigsten Probleme an. Wir schauen uns das Pressestatement wie immer zusammen an. Ja. Ich möchte anfangen natürlich mit der Kriminalitätsstatistik, die heute vorgestellt wurde von Frau Faeser. Und ich denke, dass die vorgestellten Zahlen sehr deutlich zeigen, welche desaströse Bilanz sie in ihrem Amt bisher vorzuweisen hat. Die Zahlen sind deutlich gestiegen, auch die Gewalttaten sind gestiegen, Strafen insgesamt sind deutlich gestiegen, mehr Einbruch, mehr Diebstahl, mehr Gewaltdelikte. Das macht vielen Menschen Angst, und zwar zu Recht, und es zeigt auch ein massives Versagen der Regierung, ein massives Versagen der Ampel. Ein Land, in dem die Gewaltkriminalität steigt und die Wirtschaft schrumpft, befindet sich ganz sicher nicht auf einem guten Weg. Und es zeigt natürlich auch, dass die Innenministerin offensichtlich ihren Job nicht macht. Denn man konnte ja beobachten in den letzten Jahren, dass sich Frau Faeser offenkundig mehr damit beschäftigt hat, ihren verkorksten Wahlkampf in Hessen hinzubekommen oder sich mit sicherlich ganz wichtigen Fragen wie der bunten Armbinde für die Nationalmannschaft zu beschäftigen, als mit diesen elementaren Fragen, die ja doch für sehr, sehr viele Menschen natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt ihrer Lebensqualität sind, ob sie sich in ihrem Umfeld sicher bewegen können, ob sie ohne Angst vor Gewalttaten oder auch vor Eigentumsdelikten leben können. Und ich denke, da muss dringend etwas geschehen. Da muss man zunächst mal über Ursachen reden. Eine Ursache hat Frau Faeser oder zwei hat sie genannt. Eine ist natürlich auch völlig unstrittig. Wenn in einem Land über Jahre die Löhne sinken, wenn die soziale Ungleichheit größer wird, wenn viele Menschen von ihrem Einkommen nicht mehr leben können, weil es massiv durch die Inflation entwertet wurde, dann steigen immer auch kriminelle Handlungen und auch kriminelle Delikte, auch Diebstahl und vieles andere mehr. Also die soziale Frage ist ganz sicher und ohne jeden Zweifel eine der Ursachen für diesen statistischen Anstieg. Und natürlich wäre da die Regierung dringend gehalten, etwas dafür zu tun, dass Menschen mit dem, was sie sich redlich erarbeiten, auch wieder auskommen und über den Monat kommen. Es gibt aber natürlich auch eine zweite Ursache, die Frau Faeser heute angesprochen hat, die aber über viele Jahre verharmlost und weggeredet wurde, die auch jetzt schon wieder reflexartig von den Grünen ja verleugnet wurde. Und das ist natürlich der Aspekt, dass ein sehr großer Teil dieser Straftaten eben von Menschen nicht deutscher Herkunft, von Menschen ohne deutschen Pass begangen wurden. Ich halte das für einen fatalen Fehler, das einfach zu leugnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie allgemein... Natürlich hat das nichts damit zu tun, jetzt, dass man was gegen Ausländer hätte, sondern man spricht einfach eine statistisch existente Realität aus. Ausländer sind in der Kriminalstatistik dreifach überrepräsentiert. Sie machen nur ungefähr 14% der Bevölkerung aus, begehen aber über 40% der Straftaten. Das ist ja einfach eine Tatsache. Und den anderen Grund, den hatte Wagenknecht vorher genannt, die steigende Ungleichheit. Die ungleichsten Länder auf dieser Welt sind auch die mit der höchsten Mordrate. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Und wenn die Ungleichheit in Deutschland seit Jahrzehnten gestiegen ist, dann hat das über kurz oder lang eben auch Auswirkungen auf die Kriminalstatistik. Und auch hier hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Ressentiments geschürt werden. Im Gegenteil, es sind ganz, ganz viele Menschen, die in Deutschland leben, die gut integriert sind, die eine Zuwanderergeschichte haben, die sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, die natürlich auch darunter leiden, wenn am Ende Kriminalität mit Migrationshintergrund steigt, weil das dazu führt, dass die Bevölkerung, dass dort Ressentiments stärker werden. Gerade deshalb muss man diesen Aspekt ansprechen und man muss auch darüber reden, was die unkontrollierte Migration und diese Kriminalitätsstatistik miteinander zu tun haben. Wer das eine nicht eindämmt, der wird auch das andere nicht verhindern. Die Zahlen sind ja relativ eindeutig in dieser Frage. Wenn man sich anguckt, dass eben insgesamt ein Anstieg von 30% bei den von Zuwanderern begangenen Straftaten zu verzeichnen sind, dass insgesamt 41% der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass haben, das sind einfach Fakten, über die wir reden müssen. Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass es sehr, sehr viele gut integrierte Zuwanderer gibt. Aber die unkontrollierte Migration bedeutet eben auch einen Anstieg von Kriminalität. Und deswegen erwarte ich von Frau Faeser, dass sie dieses
Problem zur Chefsache macht, dass es einen Gipfel im Kanzleramt gibt, der sich sowohl mit der steigenden Kriminalität als auch mit der unkontrollierten Migration beschäftigt und endlich nicht nur verbal das Problem adressiert. Das hat Frau Faeser ja heute auch getan. Sie hat ja auch zu Recht gesagt, wer den deutschen Rechtsstaat in Anspruch nimmt, der muss auch Recht und Gesetz in unserem Land achten. Ansonsten hat er eben diesen Anspruch auch nicht mehr. Das hat sie alles gesagt. Nur der Zweifel ist groß, ob diesen Worten am Ende auch wirklich Taten folgen werden oder ob das wieder nur eine verbale Attitüde ist. Reden müssen wir natürlich auch über die Ausstattung der Polizei in Deutschland. Auf jeden Fall ist erkennbar, auch an dieser Statistik, dass sichtlich auch die Polizeibehörden auch in ihrer personellen Ausstattung überfordert sind bei einem solchen Anstieg von Kriminalität. Nun hat es zwar in den letzten Jahren einen gewissen Anstieg bei Polizeistellen gegeben, aber vieles, was in den Jahren davor abgebaut wurde, ist dadurch nicht ausgeglichen. Und wir sehen immer wieder, dass natürlich Videoüberwachung keineswegs ein Ersatz für Polizeipräsenz auf der Straße sein kann. Und wer solche Debatten als Law and Order abtut, wie das ja auch gerne aus bestimmten Ecken geschieht, ja, der wohnt. Was heißt Law and Order? Die öffentliche Verwaltung muss vernünftig ausgestattet sein. Also man braucht genug Richter, genug Staatsanwälte, genug Polizisten. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und da sollte es eigentlich keine Debatten drum geben. Neoliberalismus, also diese ganzen neoliberalen Sparprogramme, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die haben halt dazu geführt, dass wir in allen Teilen der öffentlichen Verwaltung mittlerweile einen Personalmangel haben. Weil die Bundesländer, weil der Bund an allen Ecken und Enden sparen wollten, koste es, was es wolle. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Wahrscheinlich auch nicht in Wohngebieten, wo sich solche Probleme massiv auftun. Und sehr wahrscheinlich ist er auch nicht darauf angewiesen, nachts die S-Bahn oder die U-Bahn zu benutzen. Ja, wer mit dem Taxi durch die Gegend fährt, der kann sich da manches leisten. Die Mehrzahl der Menschen kann das nicht und die erwarten zu Recht, dass es eben auf unseren Straßen, auf unseren Plätzen, auch in unseren Parks eine Sicherheit gibt für Menschen, die sich dort bewegen, egal ob tags oder nachts. Ein wichtiges Thema für uns ist gleichzeitig diese Woche nach wie vor, muss man leider sagen, das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Wir werden diese Woche... Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Aber was Wagenknecht zur Kriminalstatistik gesagt hat, hat sie natürlich auf jeden Fall vollkommen mit Recht. Wir müssen die Ungleichheit reduzieren, wir müssen die Zuwanderung reduzieren, am besten auf Null zurückfahren. Und ja, die öffentliche Verwaltung muss vernünftig ausgestattet sein, es müssen genug Polizisten eingestellt werden. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Und ihr habt es gehört, das BSW will all das angehen. Zumindest aus der Opposition heraus. Man stellt aktuell 10 Abgeordnete und ja, man muss bei den nächsten Wahlen dann stärker abschneiden, damit man seine Politik auch umsetzen kann. Ein weiteres Thema, dem sich Sarah Wagenknecht jetzt widmet, ist das Thema Nahostkonflikt. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Israel führt da einen ziemlich brutalen Krieg in Gaza und das BSW fordert entsprechend einen Waffenlieferungsstopp an Israel. Und ja, wir schauen uns jetzt an, wie Wagenknecht das genauer begründet. Sagen, das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Wir werden diese Woche einen Antrag einbringen, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen, weil wir entsetzt sind darüber, was dort geschieht. Und man muss sehr deutlich sagen, jetzt ist der schreckliche Anschlag der Hamas, ist ein halbes Jahr her. Das legitime Recht Israels zur Selbstverteidigung, das niemand in Frage stellt, rechtfertigt auf keinen Fall das, was wir dort jetzt seit Monaten erleben. Das ist ein Rachefeldzug geprägt von Kriegsverbrechen. Wir haben inzwischen über 33.000 Tote im Gazastreifen. Ein Großteil davon sind Frauen und Kinder. Und wir sind fest überzeugt, Deutschland macht sich mitschuldig, alle Länder machen sich mitschuldig, die in dieser Situation weiterhin Israel Waffen liefern. Nicaragua verklagt Deutschland deshalb oder beschuldigt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof der Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen. Das Verfahren läuft und wir sind fest überzeugt, Deutschland sollte und darf sich hier nicht weiterhin zum Mittäter machen. Wir müssen hier deutlich unterscheiden zwischen dem Selbstverteidigungsrecht Israels und einer Kriegsführung einer sehr rechten israelischen Regierung, deren Verteidigungsminister ja direkt am Anfang des Krieges gesagt hat, wir kämpfen gegen menschliche Tiere. Das heißt, hier wird auch ganz bewusst ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt, ein
verbrecherischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung, der so in seinen Opferzahlen wirklich durch nichts zu rechtfertigen ist. Jetzt ist die Gefahr einer Bodenoffensive auf Rafah. Netanyahu hat das angekündigt und das da. Ja, was die israelischen Kriegsverbrechen und die Bodenoffensive auf Rafah noch interessanter macht, ist, dass Israel im Norden des Gazastreifens die Verteilung von Nahrungsmitteln. Also man hat der UN-Organisation für Palästina verboten, im Norden des Gazastreifens Nahrungsmittel zu verteilen. Das hat ein sehr einfaches Ziel, man will die Palästinenser gen Süden treiben. Das hat Michael Lüders übrigens in seinem neuen Video zu dem Krieg in Gaza gesagt, wo er auf die israelischen Kriegsziele eingeht und auch die israelische Kriegsführung genauer beschreibt. Also Israel verwendet, um Kriegsziele auszuwählen, KI-Tools, die dann sagen, hier, dieser eine Typ hier, der hat was mit der Hamas zu tun, bombardiert den mal. Und da werden in Windeseile sehr, sehr viele Ziele, sehr, sehr viele Ziele lokalisiert, die das israelische Militär bombardieren lässt. Und alleine dieses KI-Tool hat von sich aus schon eine Fehlerquote von schätzungsweise 10%. Und wenn man so ein Ziel ausmacht, dann bombardiert Israel da nicht militärische Ziele, sondern Israel bombardiert die Hamas-Kämpfer in ihren Wohnungen. Also da wird dann vielleicht ein Hamas-Kämpfer getötet, aber Dutzende Zivilisten, die drumherum wohnen, die werden auch getötet. Also das ist schon eine, sehr brutale Kriegsführung. Kai Ambos hatte jüngst eine Zahl genannt, die ich wirklich erschreckend fand. Bei einem israelischen Angriff in Gaza sterben durchschnittlich 54 Zivilisten. Zum Vergleich, bei den US-Angriffen in Raqqa, also wo die USA auch eine vom Islamischen Staat kontrollierte Großstadt bombardiert haben, sind bei jedem Angriff durchschnittlich 1,7 Zivilisten gestorben. Also Israel geht da wirklich mit äußerster Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vor. Das Datum ist noch offen. Wir finden, dass Deutschland alles nutzen muss an diplomatischen Möglichkeiten, die wir haben, an Kontakt, auch an Einflussmöglichkeiten, um das zu verhindern, um noch mehr Opfer zu verhindern. Ein drittes Thema, das uns wichtig ist, ist... Ja, das war jetzt Krieg in Gaza. Wie gesagt, das BSW fordert ein Waffenembargo. Das ist das Mindeste, was man in so einer Situation fordern sollte. Die Bundesregierung soll definitiv alle diplomatischen Mittel nutzen, um Druck auf Israel auszuüben. Israel kann im Gazastreifen nur so brutal vorgehen, weil der Westen dieses Vorgehen deckt, weil der Westen Geld und Waffen liefert. Wenn der Westen sagen würde, hört auf damit, das geht zu weit, dann würde Israel nicht mehr so handeln. Aber die westlichen Staaten, die erlauben dieses Vorgehen, da Israel halt der treueste westliche Verbündete in der Region ist und Israel wirklich alles darf. Also erinnert euch mal an den Syrienkrieg. Im Syrienkrieg, wenn die Assad-Regierung da meine Stadt belagert hat und die Stadt von Nahrungsmitteln und Wasser abgeschnitten hat, dann war das ein Beleg für die unglaubliche Brutalität Assads. Oder wenn Islamisten dann in dieser Stadt, beispielsweise in Aleppo, Zivilisten als Schutzschilde verwendet haben und Assad dann auf diese... und dann diese Wohngebiete hat bombardieren lassen, dann war das jetzt kein Zeichen, dass da böse Islamisten Zivilisten als Schutzschilde genommen hätten. Das war in der westlichen Berichterstattung völlig irrelevant. Der westlichen Berichterstattung, da ging es nur darum, Assad bombardiert Zivilisten. Jetzt schaut euch an, wie dieser 10.000-fache Mord an der Zivilbevölkerung in Gaza jetzt von unseren Medien beschrieben wird, als legitime Selbstverteidigung, was völkerrechtlich völliger Schwachsinn ist und was sachlich auch völliger Schwachsinn ist. Also es ist schon sehr interessant, was hier für eine Propaganda gemacht wird. Und es ist gut, dass das BSW sich dem entgegenstellt und ein Waffenembargo gegen Israel fordert. Also wenn der Westen, wenn zumindest die USA so etwas machen würden, dann wäre der Krieg in Gaza vorbei. Israel handelt nur so, weil die Schutzmächte von Israel, allen voran natürlich die USA, dieses Vorgehen decken. Die RKI-Files belegen die unglaubliche Mauschelei der Bundesregierung bei der Corona-Pandemie und zeigen, dass es der Bundesregierung gar nicht um neue wissenschaftliche Erkenntnisse ging, wenn irgendwelche Maßnahmen erlassen werden sollten, sondern man politische Maßgaben den wissenschaftlichen vorgezogen hat. Sarah Wagenknecht kritisiert genau diesen Umstand in ihrem Pressestatement. Was uns wichtig ist, ist die jetzt, man muss ja sagen, durch die erzwungene Veröffentlichung von Dokumenten, geschwärzten Dokumenten, erzwungene, begonnene Debatte über eine Corona-Aufarbeitung. Also die Zeitschrift Multipolar hat ja bekanntermaßen bestimmte Dokumente zur Veröffentlichung gebracht, in zwar unzulänglicher Form, aber immerhin, die machen doch einiges, stellen einiges nochmal sehr deutlich in Frage, was vorher dokumentiert wurde. Auch inzwischen ist relativ klar, dass viele von den damaligen Maßnahmen
eigentlich überhaupt keine Rechtfertigung hatten, auch sehr viel Schaden angerichtet haben, was die langen Schulschließungen angeht, was auch Gewerbeschließungen, was den Druck auf Künstlerinnen und Künstler, auf das gesamte kulturelle Leben angeht, das ja völlig lahmgelegt wurde, was aber auch die ganze Frage betrifft der Impfung und des Impfdrucks auch auf Kinder und Jugendliche. Und das sind ja Fragen, die nach wie vor einer Aufarbeitung harren. Und das BSW wird diese Frage der Corona-Aufarbeitung auch jetzt bei den Wahlkämpfen, aber auch hier im Bundestag zu einer ganz zentralen Frage machen, weil wir fest überzeugt sind, diese Corona-Zeit hat einen Teil der Bevölkerung massiv beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrer Freiheit, auch teilweise, soweit es um Impfschäden geht, in ihrer Gesundheit. Es ist dringend notwendig, dass das aufgearbeitet wird. Und das wird auch eine ganz zentrale Forderung von uns auch im Europawahlkampf sein, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Frau von der Leyen mit ihren Pfizer-Deals offenbar durchkommen soll und demnächst also weiterhin als Kommissionspräsidentin amtiert, zumindest wenn es nach dem Wunsch der Union geht. Wenn wir aber auch sehen, was auf Landesebene vielfach geschehen ist, zum Beispiel in der Pflege, wo Menschen ihren Job verloren haben wegen der durch nichts zu rechtfertigen. Deswegen, wenn ihr bei den Europawahlen von der Leyen und ihre kriminellen Clanstrukturen aus der CDU da verhindern wollt, dann wählt nicht die Altparteien. Es ist egal, welche Altpartei, die werden im Zweifel von der Leyen unterstützen. Den einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die damals beschlossen wurde hier im Bundestag, unter anderem auch gegen das Votum vieler von uns. Und deswegen werden wir auch zum Beispiel auf Landesebene in den Landtagswahlkämpfen das zu einem Thema machen. Untersuchungsausschüsse auf Landesebene wären ein erster Schritt für eine Corona-Untersuchung auch auf Bundesebene. Aber am Ende geht es darum, dass es auch hier im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung gibt, wo dann die Verantwortlichen auch Rede und Antwort stehen müssen. Und ich sage schon sehr deutlich, ich finde es skandalös, dass jemand wie Herr Lauterbach, der nun wirklich wissentlich in der Corona-Zeit immer wieder die Unwahrheit gesagt hat, der ein wesentlich Verantwortlicher dafür ist, dass mit 2G große Teile ein Teil der Bevölkerung aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt wurde, dass es auch diesen massiven Impfdruck gab, dass der nach wie vor als Gesundheitsminister weiterarbeiten kann. Und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie die FDP jetzt versucht, sich auf dieses Thema raufzusetzen und von ihrer eigenen Mitverantwortung abzulenken, weil die schlimmste Ausgrenzung gab es unter der Ampel, die gab es ja nicht in der Ära Angela Merkel, das heißt, die gab es unter einer Regierung mit FDP-Beteiligung. Also die Art und Weise, sich hier mit der Forderung einer Enquete-Kommission aus der Affäre zu ziehen, das werden wir nicht durchgehen lassen. Wir sind der Meinung, dass es einen Untersuchungsausschuss dazu bedarf. Man kann sagen, Corona ist vorbei, aber es kann immer wieder eine Situation geben, dass Erreger, neuartige Erreger in Umlauf kommen. Auch andere Dinge können passieren. Und die Aufarbeitung dient auch dazu, zu klären, warum damals der übergriffige Staat nicht gestoppt wurde. Nicht durch Gerichte und auch nicht durch das Parlament. Und es geht vor allem darum, Wiederholung zu vermeiden. Auch deswegen ist das Thema so wichtig und bleibt es auch nach wie vor aktuell, auch wenn das Virus als solches heute sicherlich nur noch die wenigsten interessiert. Völlig richtig. Wir brauchen endlich einen Untersuchungsausschuss sowohl in den Ländern als auch im Bund. Das wird nach der Wahl 2025 sehr relevant. Das ist auch etwas, wo man auf jeden Fall mit der AfD stimmen muss. Also die AfD, die fordert ja auch eine Corona-Aufarbeitung und wenn die einen Antrag stellt für einen Untersuchungsausschuss, dann muss das BSW da natürlich auch zustimmen. Also das ist dann selbstverständlich. Ich meine, das BSW hat ja vor kurzem einen internen Beschluss gefällt, dass man in bestimmten Fragen auch zusammen mit der AfD stimmen wird. Und da ist da ist der Corona-Untersuchungsausschuss, der auf jeden Fall kommen muss, wirklich ein sehr wichtiges Thema. Definitiv, definitiv. Mir ist auch ein Thema, liegt mir am Herzen. Ich begrüße es sehr, dass die auch von uns aufgemachte Debatte über die Sinnhaftigkeit des Verbrennerverbots auf EU-Ebene, dass die doch recht breit aufgegriffen wurde, zum Teil mit viel Kritik, zum Teil aber auch mit viel Zustimmung. Das ist tatsächlich für uns auch ein wichtiges Wahlkampfthema. Wir halten die für 35 beschlossen, das Verbot für 35 von EU weiterhin zu Neuzulassungen von Verbrennerautos für wirklich eine der dümmsten Akte europäischer Politik. Und wir finden es auch sehr blamabel, dass die deutsche Regierung das nach wie vor im Kern mitträgt, zwar mit gewissen
Ausnahmen, aber im Kern ja schon unterstützt. Jeder weiß, dass der Siegeszug des Batterieautos aus China nicht primär klimapolitische Gründe hat, sondern dass China, und das wurde auch immer ganz offen gesagt, auf die Batterietechnologie gesetzt hat, weil es dafür in China gute Voraussetzungen gibt und weil man immer davon ausging, dass die Verbrennertechnologie mit einem Know-how-Vorsprung von fast 200 Jahren oder von 150 Jahren zumindest, dass sie da die europäischen Hersteller nie einholen können. Heute ist zumindest die Kerntechnologie, die Batteriezelltechnologie aus Europa weitgehend verschwunden. Selbst Bosch hat die Forschung eingestellt. Es ist eine südostasiatische Technologie. Europäische Anbieter sind kaum wettbewerbsfähig in dieser Technologie. Umgekehrt muss man sagen, weltweit wird weiter Verbrenner gefahren werden, auch wenn Europa das durchsetzt. Das heißt, wenn wir wirklich klimapolitisch etwas erreichen wollen, dann reicht es ja nicht, hier in Europa etwas zu tun. Dann sollten wir etwas weltweit erreichen. Das wird aber nicht mit Batterieautos zu erreichen sein, sondern dafür müsste man alles dafür tun, dass tatsächlich die deutsche Autoindustrie der Vorreiter einer neuen Klasse von Verbrennerautos wird, nämlich wesentlich verbrauchsärmeren. Das könnte ein echter Exportschlager sein, währenddessen das Verbrenneraus tatsächlich unsere Schlüsselindustrie und sehr, sehr viele Zuliefererbetriebe und Arbeitsplätze bedroht, ohne dass es klimapolitisch wirklichen Nutzen bringt. Letzter Punkt heute ist, darauf haben die Gewerkschaften hingewiesen, der 75. Jahrestag des Tarifvertragsgesetzes in Deutschland. Vor 75 Jahren wurde also das erste Mal darauf ein Tarifvertrag abgeschlossen und waren dann auch in den Jahren danach sehr, sehr viele Arbeitsverhältnisse tarifvertraglich geregelt zum Vorteil der Arbeitnehmer. Heutzutage sind es gerade noch 50% oder um die 50%, also ungefähr die Hälfte. Das hat dramatische Konsequenzen für die Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Also es gibt ja Zahlen der Gewerkschaften, dass im Schnitt 844 Euro mehr im Monat verdient wird, wenn man einen tarifvertraglich geschützten Arbeitsplatz hat. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, Tarifbindung wieder zu erhöhen. Und hier ist tatsächlich mal ein Punkt, wo es ja auch interessant ist. Man hat ja dem BSW sehr vorgeworfen, als wir gesagt haben, dumme europäische Richtlinien müssen nicht umgesetzt werden. Es gibt in dem Fall mal eine ausnahmsweise kluge europäische Richtlinie. Das ist die Mindestlohnrichtlinie, die im Grunde auch die einzelnen Länder auffordert, eine Tarifbindung von 80% anzustreben. Da sind wir also weit darunter. Soweit wäre da hier tatsächlich auch mal ein europäisches Recht, das es verdienen würde, umgesetzt zu werden und Nutzen stiften würde. Also das möchten wir bei der Debatte. Ja, genau. Dafür sollte die EU nämlich da sein. Sie sollte gemeinsame Sozialstandards vorschreiben. Sie sollte dafür sorgen, dass niemand in Europa in Armut leben muss. Sie sollte dafür sorgen, dass kein Land durch Lohndumping sich unfaire Vorteile ergaunern kann. Also dafür sollte die EU da sein. Die EU sollte, also solche sozialen Grundrechte, die sollte sie garantieren. Sie sollte aber nicht so viel Bürokratie schaffen, wie sie das gerade tut, und sie sollte nicht die Nationalstaaten in ihrer Wirtschaftspolitik so einschränken, wie sie das tut. Also hier gibt es durchaus positive Dinge an der EU, die man auch mal loben kann, aber diese Dinge, die sind viel zu schwach ausgeprägt, und die ganzen negativen Dinge, dass die EU den Nationalstaat vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben, die sind leider viel zu stark aktuell. Auch nochmal anregen. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass die Frage so leise ist. Wirklich peinlich, dass in Deutschland ausschließlich dann darüber nachgedacht wird, die Schuldenbremse zu lockern, wenn es darum geht, noch mehr Geld für Rüstung auszugeben. Wir müssen uns ja mal ansehen, wie heute schon das Beschaffungswesen aufgestellt ist. Also Rüstungsverträge oder Rüstungsaufträge werden vergeben. In der Regel werden sie 3-mal, 4-mal, 5-mal so teuer. Es werden Dinge beschafft, die die Bundeswehr gar nicht braucht. Also zum Beispiel Funkgeräte, die dann gar nicht funktionieren in den gängigen Geländewagen und Panzern. Also man sollte lieber mal dieses
dieses völlig undurchsichtige Geflecht der Beschaffung sich genauer angucken. Da könnte Herr Pistorius sicherlich auch viel Steuergeld sinnvoll sparen, wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so beliebt bei Rheinmetall und Co. Möglicherweise würde er dann auch Ärger bekommen mit seiner Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, die ja auch sehr eng verflochten ist mit der Rüstungsindustrie. Also hier, glaube ich, wäre nun wirklich der schlechteste Punkt zu sagen, wir müssen Schulden machen, um die Rüstungsindustrie noch mehr zu bereichern. Währenddessen bei der Frage von Investitionen, auch insbesondere von Ausgaben für Bildung, auch wenn man sich wirklich die miserablen Ergebnisse der PISA-Tests deutscher Schulen anguckt, die Situation von Brücken, von Straßen in Deutschland, von Infrastruktur generell, auch Digitalisierung, Stromnetzen und vielem anderen mehr, wo es wirklich dringend, dringend Investitionen braucht. Das wären wirklich Bereiche, die man tatsächlich nicht aus dem laufenden Haushalt finanzieren kann. Da wäre es sinnvoll, die Schuldenbremse entsprechend aufzuheben. Ja, man müsste sich sehr genau angucken, was mit dem Geld passiert und ob es wirklich bei den Kindern ankommt. Also das ursprüngliche Konzept von Frau Paus mit 5.000 zusätzlichen Stellen, ich glaube, das ist wirklich niemandem vermittelbar. Also wenn man hier extra sozusagen neue Stellen schafft, obwohl man eigentlich behauptet, man will arme Kinder besser stellen. Natürlich haben wir ein Problem mit Kinderarmut in Deutschland. Sehr viele Kinder wachsen in Armut auf, besonders auch Kinder von Alleinerziehenden. Da wäre aber zum Beispiel die Frage, ob da nicht mehr Geld zum Beispiel in den Ausbau von Kita-Tagesstätten und Angeboten viel besser wäre, weil es ist ja so, dass Kinder auch oft deshalb arm sind, weil zum Beispiel Alleinerziehende nicht arbeiten können, weil sie keinen Kita-Platz finden. Das heißt, die hängen im Bürgergeld fest, hätten aber durchaus die Chance, also ich selber kenne genügend Menschen, mir schreiben auch immer wieder Frauen, die das betrifft, die sagen, ich hätte einen Job, ich könnte arbeiten, aber ich kann nicht, weil ich habe keine Ganztagsbetreuung. Das heißt, das Kind könnte aus der Armut raus, weil die Mutter arbeitet, aber sie kann nicht, weil das Geld, weil sie nicht entsprechend ihr Kind betreuen lassen kann. Oder auch bei der Schule Ganztagsbetreuung. Das würde ja auch für den Bildungserfolg sinnvoll sein, wenn es nicht nur eine Betreuung, sondern wirklich auch eine Hausaufgabenhilfe ist. Das würde dann auch vor allen Dingen den Kindern helfen, wo die Eltern vielleicht bei den Hausaufgaben nicht so viel mittun können, einfach objektiv nicht. Also insoweit finde ich, das Problem Kinderarmut ist schon komplexer und man müsste sich genau angucken, wofür das Geld ausgegeben wird. Also mehr Geld für Kita-Ausbau, mehr Geld für Ganztagsschulen, mehr Geld auch für bessere Bildung unbedingt. Natürlich ist auch der Kindersatz im Bürgergeld sehr niedrig. Also das ist so, davon lebt ein Kind nicht, kann man ein Kind nicht ausreichend mit allem versorgen, was es braucht. Und das zum Beispiel Nachhilfeunterricht ist sehr, sehr bürokratisch, wenn man da Zuschüsse beantragt. Also da wären schon Erleichterungen und auch Verbesserungen dringend notwendig. Das müsste man nochmal genau durchrechnen, wie stark das, welche Summen das sind. Aber ich denke, dass Frau Paus natürlich schon auch selber mit verursacht hat, dass die FDP jetzt ein so leichtes Spiel bekommt, diese Kindergrundsicherung sturmreif zu schießen, weil das Konzept eben nicht sehr überzeugend war, was sie vorgelegt hat. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich finde es schlimm, wenn in einem Land, das doch insgesamt so viel Wohlstand hat wie Deutschland, derart viele Kinder in Armut aufwachsen und am Ende ja auch oft arm bleiben, weil sie eben auch schon von vornherein weniger Chancen im Leben haben. Im Bürgergeld erhöht werden sollten, aber wir wollen eben vor allem die quasi Kinderbetreuung ausbauen. Wir wollen vor allem auch mehr Geld in die Bildung stecken, weil das Schlimmste, was heutzutage Armut für Kinder bedeutet, ist ja nicht nur die Entbehrung in der Kindheit, sondern es ist vor allem, dass sie keine Chancen haben, als Erwachsene oder als Jugendliche irgendwie eine Perspektive zu haben, aus dieser Armut herauszukommen. Deswegen würden wir hier andere Schwerpunkte setzen. Die haben wir noch nicht durchgerechnet, da bitte ich jetzt um Verständnis, weil wir auch gerade noch dabei sind, unsere Mitarbeiter zu finden und zu suchen. Also wir sind ja auch noch nicht so vollständig aufgestellt, was Referenten angeht. Wir arbeiten da dran. Auf jeden Fall ist es für uns auch ein sehr wichtiges Thema, dass man Kinderarmut überwindet. Und es ist eine Schande für Deutschland, dass es derart viel Kinderarmut gibt.
Womit man Kinderarmut übrigens auch deutlich reduzieren wäre eine Erhöhung des Mindestlohnes. Also es gibt ja viele Kinder, die sind Kinder von Alleinerziehenden. Die Alleinerziehenden, die gehen dann arbeiten, häufig Teilzeit, und mit einem deutlich höheren Lohn wäre die Kinderarmut hier reduziert. Also das muss man einfach mal sehen. Also man muss gar nicht mal immer an den Sozialstaat denken, sondern man kann einfach die Löhne erhöhen. Das geht durch eine höhere Tarifbindung, wie Wagenknecht vorhin gesagt hat, aber natürlich auch durch einen höheren Mindestlohn. Und deswegen fordert das BSW auch einen Mindestlohn von 14 Euro. Weitere Fragen? Nein, dann danken wir Ihnen. Okay, keine weiteren Fragen. Ich weiß, das ist so ein bisschen blöd, dass die Journalistenfragen immer leiser sind. Das könnte das BSW noch ein bisschen besser machen. Aber sonst gutes Pressestatement, wirklich super. Haben, glaube, rund 100.000 90.000 Leute haben das bisher gesehen. Ihr habt es gehört, RKI-Files. Also die hat Wagenknecht ja angesprochen. Sie möchte Corona aufarbeiten. Sie ist gegen Waffenlieferungen nach Israel. Und sie ist für höhere Löhne. Also das sind so die wichtigsten Bemerkungen aus diesem Pressestatement. Und am Anfang hat sie noch die Kriminalstatistik angesprochen, das habt ihr ja auch gehört, wie gesagt. Hört euch ruhig das ganze Pressestatement hier nochmal ohne meine nervigen Kommentare an. Ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.